unten. Da ist eine Decke, das kann ich nicht sehen. Niveau sieht man immer. Nee, ich nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben Niveau gesehen. Das ist. Und vor allem nie gehört. Ne, das stimmt. Ich hänge ja immer nur mit dir rum, da kann ich kein Niveau hören. Ich bin witzig. Ach, versucht witzig zu sein. Ja, gelingt mir auch, wohlgemerkt. Ach, Daniel, witzig ist, das sag ich noch, aber nicht, weil das sonst traurig ist. Ja, das stimmt. Da fange ich wieder an rumzuheulen, wie immer. Ja. Ich bin ja so ein bisschen verweichlicht. Was war das jetzt? Ach, der Haken. Also aber nur so ein bisschen. Okay. Hier auch noch so ein bisschen. Und den möchte ich dann halt nur ein bisschen ringsrum führen lassen und ein paar Holzstege reinbauen, irgendwann mal. Ich baue noch wieder so ein aufwendiges, so eine aufwendige Stadt auf dem Wasser. Du meinst wie bei mir im Dorf? Wie die Hafenstadt bei mir? Im Let's Play Welt oder in der Let's Show. Let's Show, ja, genau in der. Oh, ja. Würde ich gerne, aber das ist für ein Let's Play nicht geeignet, weil ich habe da 2 Wochen jeden Tag ein paar Stunden dran gesessen. Also jeden Tag, also 24 Stunden? Ja, ja. 2 Wochen lang? Nee, 48 Stunden am Tag, 10 Tage die Woche. Ja, genau so in etwa. Einfach voll realistisch. Und wer mir nicht glaubt, rechnet nach, eine Woche hat 48 Stunden, das ist einfach so. Gut, die Lampe, die sieht eigentlich ganz gut aus an der Stelle. Die werde ich auch so mehr lassen. Überhaupt nicht lassen. Ich muss ja hier rein, ich bin ja nie reingekommen. Skill. Und warum baust du den Hafen da jetzt so? Hab ich jetzt noch nicht. Ja, das hier wird einfach nur ein Steg rein zu, das geht nur ein bisschen her. Ach so, dass der Dorfbewohner da Idiot dann rauskommt, oder wie? Ne, ja, das mache ich später, aber halt nur so einen Steg hier rein. Ein Steak? So. Genau, ein Steak baue ich hier rein. Ein Steakhouse. Genau. Classic. So, dann machen wir noch ein paar neue Steine. Ich mag Steine. Und Züge. Und Züge, ja, das stimmt. Und Klaviere, die vom Himmel fallen. Ja. Ich muss sagen, ich würde gerne Klavier spielen können. Achso, würdest du das gerne? Ist aber viel Arbeit, das zu lernen, deswegen lasse ich es, weil ich bin zu faul. Gut, das wird dann so ein bisschen Hafen, Wetter hier drinnen, denke ich. Denkst du das? Ja, ich denke. Kaum zu fassen, dass ich mal denke. Lass es lieber mit denken, das kommt also nichts Gutes raus. Machen wir ein bisschen noch Sandstein. Ja, aber Sand und Sandstein. Sehr gut. Oh, mein Kreuz. Oh, ich war alt, hä? Ja, ich auch. Du brauchst, da kannst du eigentlich gar nicht mitreden. Ich massiere mir um selber den Rücken, wenn es weh tut. Ich habe mir das selber beigebracht. Hast du das? Ja. Mit Öl. Nee, ohne. Es ist der Diet abends hier am Zocken und massiert sich ein Buckel. Ja, wirklich, auch mal hier so und an der Seite. Ja, wenn du wirklich immer nur so da sitzt, wenn du wirklich mal so 10 Stunden am Dauersuchten bist. Ja, das kann ich nicht, das 10 Stunden Dauersuchten. Na, ich auch nicht, aber als Beispiel halt. Ja, ja. Also das meiste, was ich normalerweise so vor dem PC hänge, sind 4 Stunden. Länger hat... Alter, jetzt leckt das hier rum. Länger halte ich es nicht aus. Na, leck den. Der Computer. Mich und dich und uns. Nee, also mich nehme ich spiele. Hier alle. Da spielst du. Du siehst doch gar nicht. Guck, hier sitzt du doch. Hier, da sitzt du. Da sitzt du. Kann man. Nee, in Minecraft kann man sich nicht hinsetzen. Das geht nur. Ah, mich aus online, schön. Hat da einen Klick. Ja. Ja, ist heute Nacht erst um 2 oder um 3 oder um 4 ins Bett. Ist er das? Ja. Da soll ich meine Xbox kaufen. Das wird er nicht machen, denke ich. Wenn wir bald alle anfangen zu arbeiten, haben wir eh keine Zeit mehr zum Zocken. Na, denkst du? Ja. Noch Berufsschule, Hemcom, Hausaufgaben, Scheiß drauf, Zocken. Genau so ist es. Von wegen morgen eine große Arbeit, ist mir egal, jetzt wird gezuchtet. Ich brauch das. Ansonsten bin ich so unwirsch. So, Sand, ich brauch Sand. Für viel Sand? Ja, ich brauch noch mehr Sand. Eigentlich wollte ich ja noch ein bisschen Sand nach Hause nehmen, aber ich denke mal, das muss ich dann auf die 5-6 beschränken. Das reicht ja auch. Gerade für meine Monsterfalle brauche ich das. Sand. Ich mache so eine Glasröhre in die Mitte rein. Ach so, natürlich. Na klar, habe ich doch von deinem Let's Play gesehen. Naja, in allen 10.000 Folgen, die ich schon gemacht habe. Wie viele sind jetzt? 100? Ich habe 104 aufgenommen, heute kam Folge 93 oder so. Ich glaube, warte mal. Jo, mal liegt doch mein schlauer Zettel. Folge 93. Schlauer Zettel. Ich schreibe da mal einen Titel auf, falls ich mal Ideen brauche. Natürlich, schreibst du da den Titel auf. Wie nennen wir die Folge dann? Weiß ich noch nicht. Das entscheide ich jeden Früh, wenn ich die hochlade, spontan. Da du bist also so eher der spontanere Typ. Ja, ja. Ach so.
So, das auch ich warte jetzt, dass so. es gut aussieht, würde ich hier auf der anderen Seite um das Haus noch dein Steg rumbauen. Sieht, Ja, denke ich auch. vielleicht. Hui! So, Arschbombe. Glück. War das erste Mal, wo ich Minecraft gespielt habe, bin ich in Tümpel rein und gleich ausdoffen. Ging mir auch so, weil ich nicht wusste, wie schwimmen geht. Ich eine. Huch! Habe ich mir dann so eine Art kleines Schwimmbad gebaut, um das mal auszutesten, nachdem ich erfahren habe, wie es geht. Habe ich mich so langsam rangewagt. So ganz langsam. Dieter lernt schwimmen, also ja. Das Mädel. Ja. Nur das Blöde war, damals wusste ich noch nicht, wie man Wasser still kriegt. Insofern hat sich das dann auch erledigt, da habe ich es dann doch im Meer gemacht. Bin ich einfach mal reingesprungen und habe es mal probiert. Ging ja. Weißt du, was ich mache? Das jetzt hier nochmal so quer rüber. Nee. Doch. Hier oben Wasser eh nichts, nein. Dann mache ich das jetzt hier so ein bisschen platzartig halt. Platzartig. Ja, Platzregen halt. Und dann, ja. Dann habe ich letztes Mal meine Aufnahme von Folge 100 mal in mein Renderprogramm eingezogen. Da war dann erstmal die Tonspur übelst leise. Habe ich dann mal mein Headset überprüft. War einfach nur bei 6 Dezibel und 0 Verstärkung. Ja. Einfach mal besser. So gehört sich das. Natürlich. So muss es sein. So, jetzt bräuchte jetzt ich eigentlich... Jetzt wollte ich dir mal noch einen Film drin, schmal rum. Und du mal dort den Sand noch weg. Den hier und den Weg noch bild gleichmäßig. Ja, den Weg hier abfallen lassen an der Stelle. Wow, ich bin so ein. Ich bin so ein Prost gelandet, das ist einfach. Ja, es ist einfach ein Traum, ja. Naja, ich bin. Aber wie gesagt, zu meiner Verteidigung, heute ist es wieder sau warm. Und da ich keinen wasserdichten PC habe, das ich hätte aus dem Schwimmbad heraus aufnehmen können, naja. Mach ich es halt hier. Hast du nie? Was? Wasserdichten PC? Nee. Fände ich auch geil, so einen wasserdichten PC, gehst einfach in den Schwimmbad. Dort solltest du Sandstein hinsetzen. Dort. Ah, da mach ich dann hier so eine Mauer. Na, oh. Doch, lass mich. Wessen LP ist das? Meins. Eben. Und hier mach ich dann Schlappel drauf. Wessen LP? Dessen LP. Von Shuffle LP. Und natürlich auch von LP mit Kev. Geht auch. Alles klar. Wollte ich immer wieder angucken bei Gelegenheit. Ah, nee, ihn. Du hast ja keine Zeit. Ja doch, ich hab schon Zeit, weil da macht er bei Megaprojekt mit. Aber ich guck, ihn guck ich jetzt nicht an, ich guck aber Dener noch an. Dener? Also Debitor LP und Dener guck ich an. Boah, bitte, die alte Schokolade läuft ein bisschen weg, ne? Ja. Wir haben ja da so eine kleine Tüte Kekse nebenan stehen, die sozusagen zu einer großen Masse verschmolzen sind. Verschmelzet. Ja, langsam. Verschmelzen. Es verschmelzet langsam. Ja, wie in Deutsch Konjunktiv 3, ich verschmelze, du verschmelzt, ihr habt werdet verschmelzt worden wollen sein. Das ist eben das, was man im Deutschunterricht lernt, also einfach mal besser. Besser? Ja. Wenn ich dran denke, dass ich später auch noch Deutschunterricht habe. Und Ethik. Hä? Ich habe noch Ethik, ja. Oh, hoffentlich habe ich den Rotz nicht mehr. Ich freue mich nur auf das praktische Arbeiten, die Berufsschule wird wieder... Na, wenn ich Glück habe, darf ich bis zu November erstmal komplett praktisch arbeiten und dann geht es bei mir erst los. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber es war mal so gesagt worden. So, dann machen wir jetzt gesagt noch worden sein. Haben. Okay. Ah ja, Deutsch, das war noch Zeit. Bei euch fängt es ja am 1. an, ne? Oder am 2.9. 2.9. Ja, ich habe eine Woche später. Aber in der Woche vorher muss ich auch schon mal nach Chemnitz in die Berufsschule. Ich habe eine Woche später. Gibt doch wieder an, ja. Ja, hässliche Sportkassenteam sein. Na und? Dafür verdiene ich genügend. Weißt du, wie viel ich ausgelernt verdiene? Ungefähr 1500 Bar auf der Hand. Und das ist, denke ich, doch nicht schlecht. Das sagst du dann, wenn ich es weiß. Genau, du kommst dann so zu mir, ich verdiene gerade mal 3 Euro. Ja gut, du wirst auch schon mehr kriegen, denke ich. 3,50. Ich habe im ersten Lehrjahr 620 Bar auf der Hand. Ich habe, glaube ich, im ersten Lehrjahr 750. Ja, Sparkasse, da dann ungefähr... Im letzten Lehrjahr habe ich 100 mehr, da habe ich 850 ungefähr auf der Hand. Nee. 850 im letzten Jahr. Nee, 700, nee, 750 im letzten und 650 im ersten, so rum. Das war jetzt mein Fehler. So, da bei der Schmiede fehlt noch eine Türe. 700. Im letzten. 750 im letzten. War auf der Hand. Ich krieg 760 im zweiten. Ja. Augen. Na und, es reicht euch wund bei meinen Eltern, ich habe keine Ausgaben. 806. Im letzten. Vierten. Hä, Viere? Na, 3,5. Ich lerne nur 3, ha! Du musst ja nichts weiter machen, außer Geld zählen. Das gehört ein bisschen mehr dazu. Du musst ja über Versicherungen Bescheid wissen, über Kondos Bescheid wissen, über die Technik dort Bescheid wissen. Du musst eigentlich über alles Bescheid wissen. Die Technik ist, denke ich, nicht das Problem. Ja doch, die haben doch spezielle Programme, die Banken. Haben sie das? Ja, spezielle Computerprogramme. Outlook.
Und oh, da habe ich den Dorfbewohner geschlagen. Und Microsoft Access. Eben. Ich meine, sehr viel mehr als das, was ich gerade gesagt habe, darf ich eh nicht erzählen. Wir sind ja zur Geheimhaltung verpflichtet. Natürlich. Zur ärztlichen Schweigepflicht. Eben. Wegen meinen Patienten. Okay. Darum fange ich nicht bei der Sparkasse an. Ja, also machst du kein Konto bei der Sparkasse. Ja. Na, ich brauche eins für einen Lohn. Natürlich. Du musst aber Sparkassenkonto haben, oder? Ja. Na, ich habe ja schon so ein Jugendkonto wegen, weil ich hatte mal hier diesen, wenn man dieses Gutschein bekommen wegen, hier, weil? Für das Praktikum, Schülerpraktikum. Habe ich 100 Euro gewonnen, ich wurde für mein Praktikum doch bezahlt. Haha. Für alle die ihr Schülerpraktikum nicht bezahlt bekommen. Ach so, okay, muss jetzt. Jetzt musst du gerade wieder mal angeben. Ja. Ich habe eine Jacke gekriegt. Darunter kann ich mir jetzt viel vorstellen, wenn du jetzt Jacke sagst. Eine Sweet-Jacke. Eine Sweeter. Ja, ich bin ganz süßer, ich weiß. Aber das, ich sag mal so, bei der Wärme jetzt brauchst du keine Jacke. Ich meine, wir sitzen ja auch wieder nackt vor dem PC, es ist ja... Ja, wie hat der Doc Kong in... Und Dieter wünscht sich das. Nee, du wünschst dir das, ich kann deine Gedanken lesen. Wie hat der Kronk in der letzten oder vorletzten Folge gesagt, 1073 oder sowas, manche Menschen, oh, alle Menschen, egal welche Frisuren sie auf dem Kopf haben, haben an manchen Stellen, wo keine Sonne hinkommt, immer grausliche Haare. Oh. Hat der Kronk gesagt, ich war gerade beim Essen. Ich habe die Folge da später angeguckt, war beim Mittagessen, was soll ich denn sagen? Da ging es dort auf einmal los, ja, an den Stellen, wo nicht so die Sonne hinkommt. Ich habe auch so gedacht, wenn der jetzt weiter erzählt, dann kotze ich. Ich habe dann nur aufgehört zu essen. Das. Aber hauptsächlich, weil ich lachen musste. Also da hat, also ich sag mal so, an sich gucke ich Kronk ja gerne an, da hat manchmal ein paar Themen, da kräuseln sich einem die Fußnägel. Bis und die Haare. Oder das. Brauchst du gar nicht so die Hand vors Gesicht halten, das kommt von dir. So, ich setze mir ein paar Bäume, weil ich, scheiße, es leckt, weil ich Holz brauche. So, jetzt wische ich mir kurz Schweiß von der Stirn. Oh, weh. So, jetzt stehe ich ja bis zu meinen Knöcheln schon in Schweiß. Es ist einfach mal besser. Oh, jetzt leckt's. Ja, die Wärme bekommt mein PC auch nicht gut. Ja, ja, das sind jetzt alles wieder volle Ausreden. Nee, nicht weil es Minecraft leckt. An sich habe ich es gemerkt. Geh doch, was hast du? Bist du doof? Na, jetzt wieder. Na, sehr viel mehr machen wir jetzt eh nicht. Ja, hier. Das ist, weil du an der Maus bist. Ja, ja. So, ja, die Ausladung ist einfach mal bei 100% und so weiter und so fort. Aber, naja. Ja gut, da, ich versuche jetzt mal noch ganz kurz ein was zu machen. Vielleicht läuft es noch bis dahin. Er sieht nicht so aus. Auch nur vielleicht. Ja. Ich würde vielleicht sagen, wir machen einmal Schluss, wenn du nichts dagegen hast. Wir machen Schluss? Ja, wir machen jetzt Schluss mit mir. Oh nein, was ist Schluss mit mir? Er soll nur die Leute denken, nachher machen wir gleich wieder ein Quickie, das ist, ach, das denkst du bloß. Aber warte, vorher will ich dir ganz kurz was zeigen. Zeig mir mal was. Moment. Okay. Das dauert ein bisschen, es leckt ja. Ja, warte. Sieht man übrigens das Aufnahmeprogramm da zufällig? So, nimm das jetzt. Das nimmt nicht auf, es nimmt nur hier den Rahmen auf. Ach so. Hättest auch auf Vollbild stellen können. Brauche ich nicht, weil ich baue in die Leiste, wenn mal was ist. Ah ja, hier ist mein NPC-Dorf jetzt. Ist es das? Ja, und da oben hast du eine Wüste, da kann ich bei Gelegenheit auch Sand holen, wenn ich brauche. Ja, ja, Kindermann, und wo ist dein Dorf da so Zeuger? Mein Zuhause? Hm. Na, dort so. Fahr mit dem Mauszeiger hin, was, wo? Nee, ich komme ja mit dem Mauszeiger nicht rein. Was? Ich bin ja immer noch die Karte. Okay. Sagen wir mal in hier unten links, wo die beiden Seen sind, in Richtung des Lichten. Alles klar. So, in die Richtung ist mein Zuhause. So, ich würde denken, wir machen erstmal Schluss. Und wir sehen uns jetzt an mich zumindest wieder in der nächsten Tschüss, Folge. Tschüss, Freunde. Und Ihnen vielleicht auch irgendwann mal wieder. Tschüss.